Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von This War of Mine. Und ihr erinnert euch, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Krankenhaus, wo Jan hoffentlich, also meine Wenigkeit, sich hoffentlich noch ein wenig mit wertvollen Materialien eindecken kann, zum Beispiel Holz, aber noch viel eher, eigentlich sehr, sehr, sehr gerne Holz. After the last robbery, ja. Mittlerweile nehmen sie es einfach so hin, dass der Laden hier leergeräumt wird. Schade, jetzt ist der Typ hier gerade oben. Das heißt, da kann ich jetzt nicht so richtig was machen. Dann werden wir uns jetzt einfach mal hier nochmal im oberen Stockwerk umsehen. Oh, ein Amputee. Und schauen nochmal, was es hier so alles gibt. Zum Glück schläft der Patient. Ich nehme jetzt erstmal wieder alles mit, was sich hier so finden lässt. Man müsste natürlich ein schlechtes Gewissen haben, aber... Ja, was soll ich tun? Oh Gott, da kommt ein schlechter... Ich meine, ich will mir einen Sessel bauen und ich muss mein Haus sichern. Und wenn ich hier die Parts dafür finde, dann finde ich die nochmal. Ach, hier war ja nichts mehr. Wäre schön, wenn du mit weggehen würdest. Wobei, da dürfte ich ja eigentlich rangehen. Ohne Probleme, ne? Da dürfte sie eigentlich nichts sagen. Ist ja nur Müll. Ja, super. Ich glaube, die regen sich auf, wenn man hier super schnell rennt. Aber, mein Gott. Ich halt so. Gucken wir mal hier rein. Ich glaube, der schläft. Nee, scheiße, der ist wach. Das heißt, da komme ich nicht ran. Dann gehen wir nochmal hier ganz nach rechts. War auch nichts mehr. Hier unten rechts gab es jetzt auch nichts. Gucken wir nochmal hier rein. Da ist ja gerade niemand, der mich gefährden könnte. Ach ja, mal wieder voll. Tobacco brauche ich nicht, Herbs brauche ich nicht, Kaffee brauche ich nicht. Aber Essen nehme ich gerne mit. Und den Fertilizer nehme ich erstmal vorübergehend mit, denn den kann ich ja sehr gut gebrauchen. Wir erinnern uns, den kann ich ja in die Falle einsetzen und damit dann mir Essen klar machen. Ja, das war ja das, was ich jetzt mal liegen lassen habe. Das heißt, im Prinzip kann ich mich jetzt schon wieder zurückziehen. Ich meine, wenn wir mal reinschauen, ich habe ein bisschen Holz gesammelt. Das reicht zumindest theoretisch für die Hatchet. Und mit der Hatchet kann ich da ein paar Möbel zerlegen. Dann habe ich vielleicht genug, um mir mein Haus noch weiter zu sichern. Darauf setzen wir doch einfach mal, oder? Die Bücher nehme ich jetzt einfach mal mit, dann habe ich wieder zwei und habe nochmal ein Notfallelement, falls ich nochmal irgendwie auf anderweitigen Brennstoff brauche. So, ab nach Hause für Jan. Das war mal eine kurze und relativ einfache Nacht. So fühlen sich die Bösen. Das Krankenhaus ist einfach zu überfallen, also machen wir es einfach. Gelegenheit macht Diebe. So, mal schauen, ob wir über Nacht angegriffen wurden. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Munition, glaube ich. Das heißt, wenn jetzt ein Angriff kam, werde ich wieder... Ja, scheiße. Drei Munition verbraucht haben. Ja. Irgendjemand wurde verletzt. Alex, mein Gott, Alex. Wieso musst du dich immer wieder anschießen lassen? Das kann nicht dein Ernst sein. Ah, gucken wir mal nach. Munition habe ich jetzt gar keine mehr. Das ist der Oberwitz. Mist. Okay, machen wir mal Folgendes. Erstmal gucken, ob wir hier nicht was kochen können. Nein, weil mir Brennstoff fehlt. Oh Gott, jetzt wird es wieder kompliziert. Ich kann erstmal einen Brennstoff aus einem der Bücher herstellen. Guck mal, hat sich das doch schon mal gelohnt. Dann schicken wir Jakob mal kurz runter. Der soll jetzt erstmal hier dieses Beil bauen. Alex versorgt sich schon mal selbst. Zack, da haben wir es. Phil setzt sich erstmal auf den Stuhl. Und Jan fängt nochmal eben an zu kochen. So. So, sobald Jan fertig ist, kann er sich eine Mahlzeit gönnen und sich dann ins Bett legen.
Ihr seht, jetzt habe ich dieses Beil, deswegen erscheint jetzt hier dieser Ich-mache-alles-kaputt-Symbole. Da sollte man sich natürlich nicht zerdrücken. Verdrücken. Zerdrücken ist auch gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Da oben ist eine Kommode, da ist ein Schrank, die kann man jetzt alle kaputt kloppen und kriegen dann Holz. So, Alex ist auch versorgt, der kann sich jetzt nochmal hinlegen. Und Jakob läuft jetzt hier erstmal rum und... Ich nehme jetzt dieses Beil und deshalb nehme ich jetzt diese Axt und mache alles kaputt. Ach, Brennholz kriegt man da auch, das ist cool. Sehr schön, also, dann hacken wir mal weiter. Phil kann schon mal runtergehen, der soll mal kurz checken, wie viel wir brauchen, um das Haus noch weiter zu versorgen. 2 Holzfilme noch, ja, die sollte ich aber jetzt wohl zusammenbekommen. Komm schon, komm schon. Yes, geil, 8 Stück. Ja, top. Also, neuer Auftrag für Phil, das dritte Loch stopfen. Und Jakob darf nach oben gehen und nochmal ein wenig nachjustieren. Jakob muss auf jeden Fall auch gleich noch was essen. Brennholz haben wir jetzt zum Glück auch erstmal genug. Gibt es noch was zu zerkloppen? Ja, da können wir noch was machen. Boah, hier gibt es jetzt aber auch ordentlich Holz. Das ist echt super. Ach, guck mal, und im Baumhaus gibt es auch noch was zum Zerschlagen. Oh, jemand muss sich gleich das Essen holen und eine neue Falle auslegen. Mann, mein ganzes Wirtschaftssystem hier brummt. Ist ja wie eine 1. Der Krieg kann ja von mir aus unendlich weitergehen hier, ne? Läuft bei mir. Läuft bei uns. Wir sind ja ein Team. Während Jan und Alex ihren Rausch ausschlafen, rastet Jakob vollkommen aus und zerhackt die ganze Hütte. Reiß die Hütte ab. Ja, dann rennen wir doch mal runter. Ich glaube, um die Tür zu reinforcen, also zu verstärken, brauche ich nicht nur Holz, sondern auch sau viele Components. Und ich glaube, davon habe ich auf gar keinen Fall genug. Aber das überprüfen wir gleich mal. So, jetzt rennt Jakob erstmal in die Küche. Phil sammelt erstmal das Essen ein, bevor er da gucken geht. Oh nein, mir fehlt Wasser. Ich glaub's ja nicht. Ja dann, Jakob, bleibt dir nur eine Wahl. Du musst wieder Dosenfutter essen. Immer erwischt es Jakob. Es tut mir auch langsam ein bisschen leid, aber kann man nichts machen. So, dann muss Phil jetzt eine neue Falle auslegen und einmal können wir einen Fertilizer benutzen. Das andere Mal setze ich jetzt wieder das Raw Food hier ein. So, jetzt gucken wir mal, wie viel die Tür kostet. Da fehlen mir noch 8 Teile. Und um ein Dings zu bauen, brauche ich 3 Stück. Ich baue jetzt aber trotzdem, ich baue jetzt 2 Filter. Dann kann ich erstmal wieder Wasser herstellen, habe ich nächsten Tag Wasser. Und werde jetzt heute Nacht mir, wobei ich baue einen Filter. So. Und kann dann heute Nacht mir noch die restlichen Components holen, um die Tür zu reinforcen. Dann bin ich doch erstmal safe. War Jakob nicht müde? Nee, anscheinend nicht. Cool. Das heißt, jetzt muss nur noch Alex seine Wunde irgendwie verheilen lassen. Und allen anderen geht es jetzt auch wieder ganz gut. Außer, dass Jan wieder sehr traurig ist. Das tut mir echt leid. Ja, nichtsdestotrotz ist dieser Tag jetzt erstmal gelaufen. Das heißt, ich beende ihn. Und ja, jetzt heißt es, sich mal die Kirche anzugucken. Wenn wir uns den Text kurz durchlesen, sehen wir, dass es hier einen Priester gab, Oleg, der war sehr beliebt, aber leider wurde die Kirche eben auch zerstört und es ist nicht bekannt, was aus Oleg geworden ist. Das heißt, es könnte gefährlich sein, aber wir schauen erstmal. Ich werde mir Jakob mitnehmen. Alex muss auf jeden Fall pennen, der ist fertig. Jan ist traurig, der soll mal hier Wache schieben und dann passt das Ganze, denke ich. So, dann jetzt ist das Ziel, sich viele dieser Components zu holen. Gibt es die hier überhaupt? Ja, nee, ist das mit... Wobei sind Components das Materials oder Parts? Scheiße, das weiß ich jetzt gar nicht. Egal, wir gucken trotzdem. Selbst wenn, dann irgendwas werden wir schon finden. Wir nehmen ein Messer mit. Und wir nehmen eine Schaufel mit. Und dann schauen wir uns doch mal an, was uns in der Kirche erwartet. Als Jakob ein Kind war, ist er öfter mit den Kindern, mit seinen Eltern hierher gekommen. Ah, es gibt hier Components, schön.
Ja, durch den Haupteingang geht's nicht. Das heißt, wir müssen über dieses Baugerüst in die Kirche vordringen. Das sieht echt heftig aus. So, dann kommen, gehen wir jetzt mal langsam in die Kirche rein. Wir erinnern uns, hier ist Vorsicht angebracht. Das ist schon sehr cool gemacht mit dem Licht, ne? Also mit unserem Blickwinkel, aber es sieht natürlich auch echt cool aus. Dann sammeln wir jetzt hier erstmal in Ruhe alles weiter ein. Oh Gott. Hinten ist ein Attentäter. Die Frage ist, wie lange der noch sammelt. Ich habe ja nur einen Fluchtweg über diese Treppe da. Oh oh. There should be some ammo left here somewhere. Ich gehe jetzt erstmal hier in diese Nische. Hol mir mein Messer. Getting rid of the priest took more. Okay, also der Typ hier hat den Priester umgebracht. Du Schwein. I think that's all. Better be going back. Scheiße, der hat eine Pistole, ne? Jetzt geht er hier nach unten. Ach du Scheiße, der hat eine Waffe. Kacke. Das könnte jetzt der Tod sein. Für Jakob. Oh fuck, 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 fuck. Nein. Oh nein. Oh Gott, Jakob. Ich habe Jakob verloren. Oh Gott, das tut mir gerade richtig leid. Scheiße. Ich dachte nicht, dass der Typ mich hört. Scheiße. Der Typ hat nicht nur den Priester Oleg, sondern auch Jakob auf dem Gewissen. Das darf nicht wahr sein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich dachte nicht, dass der Typ mich in dieser Nische sehen kann. They killed Jacob like a dog. Ja, aber ihr wart doch gar nicht dabei. Scheiße. Ey, ganz im Ernst. Ey, den Typen mache ich so fertig. Ich glaub's nicht. Es tut mir so leid, Jakob. Oh Mann, ey. Der hat auch noch mein Messer dabei gehabt und meine Schaufel. Das darf nicht wahr sein. Jetzt machen wir erstmal was zu essen. Oh nee, ey. Das nimmt mich jetzt gerade echt ein bisschen mit. Philipp freut sich, dass er wenigstens ein Buch dabei hat, ja. Jemand ist an der Tür. Help, please help me. It's me again. Ach, unsere Nachbarin wieder. Yesterday saw a band of shady looking types watching my house. I'm so scared. Kannst du uns beschützen? Ja, das können wir machen. Also, dann ist Alex jetzt erstmal weg. Und jetzt ist nur noch Jan da. Und Phil ist nur noch da. Ja, ich hoffe, das Spiel schickt mir einen vierten Kumpan. Oder Kompagnon. Oh, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Philipp sieht immer das Gute in den Dingen. Wenigstens ist es warm, ja. Jakobs Leiche ist bestimmt nicht mehr warm. Es regt mich gerade richtig auf. Das Blöde ist, das Messer ist weg. Ich kann ja da hingehen und Jakobs Leiche holen, ne? Ich habe halt zwar eine Pistole, aber keine Munition, nützt mir also einen Scheiß. Ach, so ein Mist, ey. Scheiße. So ein Mist. Ja, ich würde sagen, Tag beenden. Und, Philipp hält Wache.
Ja, dann geht jetzt nochmal in die Kirche, zumindest Jakobs Leiche, zumindest das Material zurückholen. Mal gucken, ob der Typ jetzt überhaupt noch wieder hier ist. Ich hätte von vornherein ins Untergeschoss gehen müssen und da auf den Typen warten müssen. So, ist er irgendwo zu sehen? Da hinten ist er. Ja, da läuft er lang. Boah, es dauert aber lang, um die Leiche auszunehmen. Was sagt er hier? Jakob war eine nette Person, der immer einen zugehört hat. Und auch immer einen guten Ratschlag hatte, ja. Ja, toll, ey. Mist, ey. Scheiße. Ich will Rache, aber. Ja, toll. Hier komme ich natürlich nicht durch ohne Sägeblatt. Boah, dort muss man sich auch erstmal durchschaufeln. Dann kann man hier theoretisch in die Hütte rein. Wahrscheinlich hat der Priester ja da mal gewohnt. Was sagt uns hier der Tooltip? There's a mark on the wall. Here lies Roxy, the best dog in the world. Hat er seinen Hund begraben, wie schön. Ja, ganz im Ernst, ich kann jetzt nicht mit dem Messer bewaffnet reinrennen. Das nützt ja nichts. Ich meine, wenn der Typ wiederkäme, das wäre dann meine Gelegenheit, ihn vielleicht zu erwischen, aber wie wahrscheinlich ist das? Ach, eine Scheiße ist das, ernsthaft? Versuche noch irgendwie ein bisschen was hier mitzunehmen, aber Jakob ist echt vollkommen umsonst gestorben. Ohne Pistole. Wenigstens das hat sich gelohnt. Ne, oder? Jetzt komme ich da nicht hoch. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da ist die Leiter. Boah, ich war gerade total schockiert und dachte, ich bin jetzt hier gefangen. Oh Mann, ey. Ist alles echt nicht so gelaufen, wie ich mir das erträumt habe. Können wir mal kurz in den Keller gucken? Gibt es irgendwas Tolles für mich? Ey, ganz im Ernst, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, hier irgendwie rumzuschaufeln, nur um mich dann auch noch abknallen zu lassen. Scheiße, er kommt zurück. Okay, geht der Typ hier rein oder nicht? Ich muss hier runtergehen, das ist die einzige Möglichkeit, um ihn zu sehen. Ne, der raucht sich eine. Ja, komm. Dann lasse ich Jan jetzt mal zum Ausgang stürmen. Und ich werde das Ganze einfach mal so hinnehmen. Ich habe Jakob aus einem sehr dämlichen Grund verloren. Ich war zu neugierig. Ich wollte den Helden spielen. Und jetzt ist Jakob tot. Scheiße. Ja gut. Ein Tod kann ja auch immer einen Anfang bedeuten. Und vielleicht ist das Spiel so nett und schickt mir einen neuen Kompagnon jetzt irgendwie bald. Ich hoffe ja, dass wenn einer kommt, dass es einer aus meinen Custom Characters ist. Also entweder Justus oder Jonas. Ja, jetzt wurden wir überfallen. Alex ist zurückgekommen, hat ein bisschen Ammo geholt, das ist toll. Und wir haben es geschafft, also Philipp hat es geschafft, die Angreifer alle zu verjagen. Ist das nicht toll? Naja. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Erstmal geht Jan jetzt kurz pennen. Na komm schon. Phil legt sich auch pennen. Und Alex müsste eigentlich auch eine Runde pennen. Egal, wir sammeln jetzt erstmal unser Essen hier unten ein. Dann können die Leute auch gleich erstmal essen. Und dann schauen wir aber erstmal nach, wie es jetzt aussieht mit den ganzen Materialien, die wir jetzt noch geholt haben, was man damit überhaupt machen kann. Ich meine, im Moment haben wir zwei Pistolen, das ist ja echt schon mal ganz cool. Zwei Pistolen, ein bisschen Ammo, wir haben wenigstens unseren Kram wieder, also die Schaufel und das Messer. Man muss ja mal das Positive sehen. Ich denke, das Ganze ist auch sehr positiv gelaufen. Ja, ich schlage vor, wir machen an der Stelle jetzt eine Pause.
und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, Jakob, Gott habe dich selig. Es tut mir leid.